haben einen Bauernhof gehabt, da waren so, ich sag mal, ja, Selbstversorger. Und wenn ich heute so dran zurückdenke, war das echt ein Paradies. Das hat mich auch nahe sehr geprägt. Und da war lange Zeit in Berlin und habe da bei Henry Levy auch gearbeitet. Der hat mich auch sehr, sehr, sehr geprägt, weil der eine unglaubliche Affinität fürs Produkt gehabt hat. Das war so ein Überzeugungstäter, der mich da angerufen hat und der sagt, Mensch, King, und wir haben auf Sylt eine Immobilie gefunden. Und mein Hörer ging immer weiter vom Ohr weg, weil er gedacht hat, ach du Scheiße, Sylt, bloß nicht Sylt, was will ich auf Sylt? Und Söllringhof feiert dieses Jahr 20 Jahre Spatenstich. So ein bisschen. Also man darf das nicht überbewerten. Also wir haben sehr früh angefangen, vor 14 Jahren haben wir schon begonnen, dass wir gesagt haben, wir kaufen keine Fische mehr, die südlicher als Hamburg schwimmen. Das war für uns so ein Punkt, wo wir uns eigentlich selber so ein bisschen reglementieren mussten. Also wir haben uns quasi selber gezwungen und dadurch hat unsere Küche eine viel stärkere Identität bekommen. Also die haben einen riesen Vorteil, die haben ein fantastisches Team, ohne das Team würde gar nichts laufen, das ist das eine. Dann darf ich selbstbestimmt arbeiten, weil ich muss jeden Cent selber bezahlen, den ich in den Sand setze. Das heißt also, ich muss wirtschaftlich arbeiten und es geht auch. Ich habe diese Lamentiererei satt. Ja, es gibt keine Mitarbeiter, Fachkräftemangel und. Dann frage ich mich immer, wer bildet denn eigentlich aus? Wir bilden immer aus, immer. Da muss man sich auch ein bisschen Mühe geben, muss auch mal gucken, wie geht man mit den Leuten um insgesamt. Es nützt nichts, denen einfach nur Rosinen hinzustreuen. Das ist ein Miteinander. Ich suche keine Abarbeiter, ich suche Mitarbeiter. Schlotziger Kartoffelsalat mit Bratwurst.